Mahlzeit Buddies und herzlich willkommen zu unserem Let's Play World of Warcraft Classic. Ich habe mir den Weg gemacht von Ironforge zu meinem Jägerlehrer nach Karanos. Ich habe im Anschluss an der letzten Session hier ein bisschen in Bergbau geskillt. Ich habe ein bisschen Ingi geskillt, klein bisschen Verbände gemacht, ein ganz kleines bisschen Kochen geskillt. Ein bisschen vorbereitet in der Bank, ein paar Geschosse abgelegt und so weiter und so fort. So Sachen, wo ihr vielleicht nicht unbedingt so Bock habt, dabei zu sein, wenn der Char da steht und irgendwas craftet. Habe ich fertig gemacht, vorbereitet, hierhin gelaufen zum Jägerlehrer. Ich wollte mal schauen, was wir eigentlich bei ihm noch so kriegen können vor unser Klassenquest. Und zwar das Tier 10 wird das wahrscheinlich sein, bei Stufe 10. Und jetzt schauen wir zusammen mal rein. Redet mit mir. Jawohl, Ausbildung. Erschütternder Schuss. Macht das Ziel benommen. Und verlangsamt das Bewegungstempo 4 Sekunden lang. Das ist sehr nice. Was haben wir noch? Parieren. Verleiht die Möglichkeit, Nahkampfangriffe des Feindes zu parieren. Raptorstoß Rang 2. Oh shit, das ist schon 6 Silber. Aber Leute, das Parieren muss jetzt nicht sein, finde ich. Erstmal, weil wir Aspekt des Affen haben, was uns Ausweichen gewährt, 8%. Nahkampfschaden um 11 Punkte erhöht. Was haben wir hier? Ja, sinnvoll wäre es, ne? Manchmal kommt ja doch jemand ein bisschen näher. So, auf jeden Fall erschütternder Schuss, damit sie erst gar nicht in die Nähe kommen. Und auf jeden Fall Raptorstoß. So, das geben wir uns. Parieren lassen wir aus. Erstmal, Zauberbuch, da ist es. Und zwar erschütternder Schuss. Und Überleben der Raptorstoß Rang 2. Hier ist der erste Rang drin, das geht raus. Raptorschuss 2. Ach, Raptorschuss. Raptorstoß meine ich natürlich. Sehr gut, Raptorschuss. Alles klar, das hätten wir. Und jetzt geht's zum Schimmergrad, wer das noch weiß. Und zwar das perfekte Starkbier. Ich entschuldige mich übrigens für die lange Folge. Ich habe nicht vorgehabt, jetzt 40 Minuten Folgen rauszubringen. Es war einfach, letzte Mal hat sich so ein bisschen gezogen und dann sind wir ja gestorben. Das zog sich so ein bisschen in die Länge, weshalb die Folge ein wenig länger wurde, wie sie auch geplant war eigentlich. Ja. Soll eigentlich nicht die Regel werden. Also so bis 30 Minuten ist so ein Limit, was ich mir gesetzt habe. Ich gucke allerdings nicht oft genug nach links zu meinem Kontrollmonitor, weshalb ich das einfach übersehe. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr wieder dabei seid. Und jetzt holen wir das Schimmerkraut für das perfekte Starkbier vom Schimmergrad. Und zwar gehen wir hier links lang. Wurde ja auch so beschrieben. Den See entlang und dann rechts hoch. Das machen wir und ich würde sagen, danach weiß ich gar nicht. Also ab Stufe 10 müssen wir zum Jägerlehrer. Das ist hier in Karanos, ne? Ne, in Brevnal. Ich weiß, in Brevnal war auch noch eine silberne Quest, also eine Quest, die noch folgt. Die war da auch noch. Ja, und dann schauen wir mal, was uns noch so erwartet. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe mehrfach erwähnt, ich bin wohl so raus aus diesem Spiel. Ich dachte eigentlich, wenn Classic rauskommt, ah, hast du alles schon ein paar Mal gezockt und Boosterkuchen, also ehrlich. Es ist alles weg. Wirklich alles. Man hat sich danach die Jahre so an alles umgewöhnt und jetzt, es ist schön, ich freue mich sehr, dass das so ist. Somit kann man Classic wirklich gut erleben. Ich probiere gerade meinen Schuss hier aus. Ja, das ist doch sehr geil. Er kassiert viel mehr Schaden schon mal. Und der Raptorstoß ist auch gut, sehr gut. Hilft uns auf jeden Fall jetzt noch diese eine Stufe ohne Begleiter immens. Mit dem erschütternder Stoß, ja. Sehr schwierig. Und dass der Raptorstoß halt so schwer ist, ist auch gut. Die Seher lassen die fallen, glaube ich, oder wie die hießen, diese Magier von denen.
Oder in Nahrungsmittelkisten oder sowas. Vorratskisten habe ich ja gelesen letzte Mal. Wenn wir nichts finden. Oh, Leichnam. Ich fühle dir nach. Ist mir letztes Mal auch passiert. Wasserfass. Okay. Da ist so ein Seher. Ich glaube, das sind die, ne? Schieß mal einfach da rein. Oh. Das sind drei. Und weg bin ich. Das sind drei. Und ich denke schon mal, der haut aber auch ganz schön rein, ne? Alles klärchen. Wir sind dann mal wieder hier. Habt ihr die gesehen? Ich habe nur einen gesehen. Kommt er mir bis hier hinterher? Ich weiß es nicht. Nein. Sehen wir ja hier an diesem kleines Symbol, wenn wir im Kampf wären, sind hier zwei gekreuzte Schwerter und wenn wir unsere Stufe sehen, sind wir außerhalb des Kampfes. Also erstmal keine Gefahr. Jetzt schnappen wir uns den hier. Nahkampf ist mir recht, wir haben Raptorstoß Rang 2, Kollege. Kam stärker wieder. Letzte Mal. Okay, renn ruhig weg. Schuss. Es ärgert mich immer noch, ne, dass man mit Rechtsklick nicht schießen kann auf Entfernung. Das ist schlimm. Und das Auenleichnam. Okay. Das ist wohl eine knackige Stelle hier. Da ist ein Seher, der läuft Patrouille. Da, seht ihr? Ich sag euch, die übersehen alle. Machen wir erst so. Da er eh jetzt zaubert. Hält aber nicht viel aus, das ist zu gut. Wow. Okay, nicht erlaubt. Sehr gut. Schlangengift hat ihn vergiftet. Aha, Schimmerkraut, sehr gut. Das sind. Ja, Schimmerkrautkorb, sehr geil. Nehmen wir alles an uns. Habe ich übersehen letztes Mal oder die Gruppe, die hier war, die Dreiergruppe hat es gelootet, gab kein Gut sein. Weiß ich jetzt nicht so genau. Truhen nehmen wir auch mit. Okay, dann ist hier wohl der Seher-Spot. Beziehungsweise wir schauen noch mal kurz ran. Ich bin ja echt neugierig, ob da ein Elite-Mob irgendwo rumlungert. Okay, Seher. Ganz ruhig. Nehmen wir erstmal den. Sparen wir uns bei den Sehern den erstellenden Stoß auf, wenn sie weglaufen. Das macht vielleicht mehr Sinn. Zum Beispiel jetzt könnte ich ihn mal anbringen. Sehr schön. Langsam, also man merkt echt den Fortschritt, ne, muss man sagen. Schneeschreiter, sehr. Ah ne, da ist nix. Bewachen nur ein Körbchen. Also nicht dieser Waggasch, wo in Folge, weiß nicht, 2, 3, 4 die Gruppe mich einlud. Sorry. Für den Elite-Mob. Erschütternder Schuss und verkannter Schuss. Und renn weg, genau. Das kannst du am besten. Wegrennen. Oh, guck mal, Kupfervorkommen. Als hätte ich es geplant. Schon 5 Schimmerkrotter. Läuft ja wie geschmiert mal ausnahmsweise. Ich glaube, war eine gute Entscheidung mit dem Raptorstoß und dem erschütternden Stoß. Nicht Stoß, jetzt haben wir es. Wie gesagt, wir gucken, dass die Folgen in einer angenehmen, wie sagt man, Anschaulänge, Laufzeit bleiben. Ich finde selber 40 Minuten ein bisschen viel. Obwohl hier bei WoW sind 40 Minuten nichts. Weshalb ich ja auch sagte, ich würde es gerne im Livestream bringen. Sobald das auch für mich möglich ist, werde ich es auch tun. Solange haben wir unser Let's Play und unseren Jäger hier, den werden wir definitiv zusammenzocken. Ich kann nicht mehr tragen. Okay, ich bin auch schon voll. Schade, Stiefel, kann man irgendwas rausschmeißen? Ach, hier, guck mal. Kommt zu essen.
Ja, ist gut. War ich? Genau. Solange haben wir unser Let's Play hier. Definitiv am Start. Und sobald mein Kanal live streamen kann, also ab 100 Abos, werde ich das tun. Weil gerade bei WoW können wir uns schön austauschen, unterhalten, glaube ich, zusammen chillen und einfach die Reise genießen. Ich finde es einfach angenehm. Gerade bei WoW. So, die Pläne für die Zukunft. Aber erstmal sind wir jetzt auf dem Weg nach Brevnal. Ich habe es gelernt. Die letzte Folge habe ich mal Brennwall gesagt. Brevnal. Auch das falsch? Nee. Ist richtig. Einmal über den Eisflohsee wieder. Leute, wir stehen kurz vor unserem Begleiter. Ist das der Wahnsinn? Ach ja, der Angelleder. Ich muss noch angeln. Unbedingt. Aber erst mein Tierchen. Und dann mache ich das mal zwischen den Aufnahmen. Dass ich mal ein halbes Stündchen angel. Mir nebenbei Podcast angucke. Und ich finde das so cool, dass ich möchte mich bedanken dafür. Weil so ein Inpuff echt viel bringt, weißt du? Schön. Wir können mal jetzt aus Spaß mal gucken. Ich habe jetzt 288 Mana. Mache ich den weg, habe ich nur 258. 30 Mana, das ist 1,5 Mal Aspekt des Affen umsonst. Klingt jetzt doof, aber ich finde das gut. Brevnal, da auch ein Jäger. Ne, ein Krieger, Entschuldigung. Was ist das hier? Ein Hexenmeister. Was geht euch durch Schimmerkraut, den Kopf? Bitteschön. Oh, Stoff und Rücken. Rücken mit neuen Rüstungen nehmen wir das. Ich habe keinen Platz, ne? Ich werde es nicht nehmen können. Warte mal kurz. Abbrechen. Fort mit euch. Händler. Was kann ich heute für euch tun? Kommen wir hier. Schwacher Heiltrank. Ist das süß oder ist das süß? Ich habe so viel Fressen dabei, ne? Ich muss hier einfach mal Eber. Das habe ich übrigens selber gekocht hier. Hier, den Nektar brauche ich nicht. Weg damit. Können wir sogar noch nachholen. Obst werde ich auch nicht brauchen jetzt. Erstmal könnten wir auch noch nachholen. Das kannst du verkaufen. Was ist das? Oh, das ist besser wie meins. Da werden die Stiefel umgezogen. Quellwasser brauche ich auch nicht. Silberblatt. Das ist ein Silberblatt. Ich habe keinen Alchemisten, deshalb ist egal. Sind ja auch schnell geholt. So, Fisch, Eberrippchen in Biersoße. Und Erntedank-Eber lassen wir uns mal hier stehen. Obwohl, komm, verkauft das mal. Wir haben ja den Eber. Das ist ein Questgegenstand. Leinenstoff sammeln wir eh. Hier sind die Verbände. Ja, und schwachen Heiltrank behalte ich mal erstmal. Das ist ja so unser erster, ne? Machen wir so. Okay, das hätten wir. Ein bisschen Platz. Jetzt können wir die Quest abgeben und die Belohnung an uns nehmen. Großartig, ich kann es kaum erwarten, sie in einigen meiner Rezepte auszuprobieren. Ich glaube, in ein bestimmtes würde es wunderbar hineinpassen. Ziegenfellumhang. Ich bin stolz wie Bollo. Bringt das Fass mit Schimmerstarkbier zu Gebirgsjäger Gerstenbräu. Bleibt sauber. Gerstenbräu war doch ein Loch Modern, oder? Weiß ich das etwa noch? Ich weiß gerade nicht. Wird ja nicht beschrieben, ne? Ich möchte, dass mein Bruder Wellard mein neues Schimmerstarkbier ausprobiert. Er ist Gebirgsjäger und im südwestlichen Wachturm stationiert. Einem von zwei Türmen an den Grenzen zum Loch Modern. Genau. Er mag vielleicht kein Bierbrauer sein. Südwestlich. Norden, Osten. Das kann nicht sein. Im südwestlichen Turm. Also irgendwo. Loch Modern ist ja hier. Ich weiß gar nicht mehr, wie man von unten. Okay. Also wohl doch irgendwo hier. Naja, jedenfalls schickt er uns nach Loch Modern. Von zwei. Südwestlichen Wachturm, Norden, Osten, okay. Einer von zwei Türmen. Er mag vielleicht keinen Rest von uns. Gerstenbräus. Oh, entschuldigt, ist schon wieder spät. Aber er trinkt gern mal einen. Und ich bin mir sicher, er wird das hier mögen.
Könnt ihr ihm das Fass Schimmerstarkbier für mich bringen? Ja, ja, klar. Ist ja kein Ding. Das ziehen wir an. Das verkaufen wir gleich. Was geht euch durch den Kopf? Wir brauchen Platz und so. Hier sind übrigens die gefertigten leichten Geschosse. Das sind die alten leichten Geschosse. Meine sind schon ein bisschen besser. Mögen eure Reisen sicher sein. Aber wir benutzen noch die leichten Geschosse. Ist ja egal. Ja, damit haben wir keine Quest mehr, ne? Ich frage mich, wo man die Elite-Quests herkriegt. Ich würde sagen, wir haben noch ein paar Minütchen zusammen. Wir gucken mal kurz, was hier ist. Im Nordwesten. Und dann hier, was dann? Würde ich nochmal nach Karanos gehen. Ja, gucken, ob da eine Quest irgendwie ist für diese Elite-Mobs, den ich gesehen habe zum Beispiel. Ja, sonst fällt mir auch nichts mehr ein. Erstmal decken wir hier das Feld ein bisschen auf. Ach, Gnomrigan, na klar, meine Güte. Hier, Inni. Kann man nicht drüber gehen und sehen, für welche Stufe die ist. Man kriegt einfach eine Quest dafür irgendwann und dann weiß man überhaupt, dass das existiert. Herrlich schön. Lepragnum Stufe 10. Ich glaube, die war so für Stufe 20, 30. Keine Ahnung. War nochmal der Eingang? Da, ne? Stufe 7 Magier macht ja auch immer so. Achso, zweite, okay. Die laufen hier rum. Ah, da, 33 Zwerg, Gnom, ja. Die sammeln sich. Ist das schön oder ist das schön? Ich find's cool. Die machen jetzt eine Inni schön. Entdeckt Gnomrigan, sehr schön. Alles klar. Gut, dann machen wir jetzt den Ruhestein nach Karanos. Wir haben hier im Osten nichts aufgedeckt. Wenn ich jetzt nichts finde, dann machen wir uns in der nächsten Folge auf nach Osten von Dun Morog und schauen uns das da mal an, was da los ist. Ansonsten grinden wir ein paar Mobs, bis wir zur Klassenquest kommen. Dann ist das so. Das kann ich auch offscreen machen. Ist jetzt auch nicht schlimm. Also hier ist nichts mehr. Hier scheinbar auch nicht. Der hat noch eine, die in Brevenal hat noch eine für mich. Wahrscheinlich auf Stufe 10. Hörst du sonst nicht? Geh mal hier rein kurz. Nö, blinkt auch nichts. Obwohl, hier ist doch der Bergbaulehrer. Da kann er mir was beibringen. Bestimmt. Bergbau habe ich ja jetzt schon ganz gut geskillt. Rüstungsschmied. War das nicht hier? Oh. Ja gut, wahrscheinlich schickt das jetzt. Ich weiß es nicht. Ich werde nach Osten wandern. Leute, wir gehen mal zusammen ins Gasthaus, loggen uns aus. Ich werde jetzt nach Osten wandern und gucken, was da los ist. Und wir sehen uns dann hoffentlich zur nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Lasko, tschüss.